Grün, Gold, ein Mix aus Glitzer. Zur Weihnachtszeit ein Muss. Das strahlt gleich Gemütlichkeit aus, doch davon ist hier in unserer Mitarbeiterwohnung noch nichts zu spüren. Das soll Deko-Expertin Christine Bitz jetzt ändern. Christine, jetzt stehen wir ja hier in einer ziemlich kahlen Wohnung. Wir würden es aber gerne weihnachtlich machen. Wir sind ja schon ein bisschen weihnachtlich angezogen. Also ich habe ein bisschen was mitgebracht, dass wir es ein bisschen weihnachtlicher bekommen. Und da fangen wir einfach mal mit Tanne an, mit ein bisschen Grün. Und dazu würde ich jetzt einfach die Zweige nehmen und würde die in eine Vase reinstellen. Ganz einfach. Ein bisschen ganz locker gesteckt, da muss man auch kein großes Geschick dazu haben. Einfach schön gesteckt, eine Amaryllis dazu, die kann künstlich oder auch echt sein. Und schon haben wir ein Stück weihnachtliche Dekoration für zu Hause gebastelt. Sterne und Lichterkette geben dem Ganzen noch mehr weihnachtliches Feeling. Und so ist auch der Platz vor der Heizung ein wenig verdeckt. Was alles möglich ist, sehen wir im niedersächsischen Delmenhorst. 55.000 Glühbirnchen und rund 1.000 Weihnachtskugeln strahlen hier um die Wette. Was draußen geht, geht auch drinnen. Ein Meer aus Weihnachtsbäumen schmückt ein paar Kilometer weiter in Rinteln das Wohnzimmer. Ein bisschen wie im Wald. Bei uns in der Metropolregion möchte man es doch eher schlichter. Wie dekorieren Sie denn an Weihnachten? Modern, silber, schwarz. So, dass es zur Wohnung passt. Meine Eltern dekorieren recht modern, also nicht viel Glitzer, sondern ganz schlicht viel in Silber. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr gar keinen Baum gehabt, aber viel Schmuck an den Fenstern. Ich mag es gerne eher dezent, aufgeräumt, ja, und so sieht es halt bei mir dann aus. Ein paar Dekoartikel können viel bewirken. Jetzt haben wir ja hier die schönen flauschigen Felle. Wie können wir die denn nutzen? Die machen sehr schön wohnlich, deswegen haben wir die mitgebracht. Und dann legen wir die hier einfach schön auf den Stuhl drauf. Das sieht erstens mal optisch total schön aus. Und dann sind sie auch noch kuschelig, wenn man das sich draufsetzt. Wichtig ist, nicht zu viel miteinander vermischen. 3 bis 4 verschiedene Farben und Materialien schön in der Wohnung verteilt, reichen für einen optischen Hingucker völlig aus. Okay, das Fenster ist ja jetzt noch nicht so schön. Wir wollen natürlich auch hier was Schönes. Man kann zum Beispiel mit einer künstlichen Tannengirlande oder auch gerne einer echten Tannengirlande, die wird natürlich ein wenig rieseln, einfach da oben an der Querstange das Ganze befestigen und von da aus einfach ein paar weihnachtliche Elemente nach unten hängen lassen, vielleicht noch eine Lichterkette dazu und dann sieht es schon ganz schön hübsch aus. Zum Schluss noch ein Fell auf die Couch und ein goldenes Kissen. Fertig. Mit einfachen Handgriffen haben wir jetzt hier eine weihnachtliche Stimmung erzeugt und ich finde, das haben wir ganz gut hinbekommen. Ich sage vielen herzlichen Dank und Prost. Im Vergleich zu heute Morgen ein krasser Unterschied. Insgesamt hat uns das Ganze 165 Euro gekostet. Wie viel Deko es für jeden Einzelnen sein darf, ist immer noch Geschmackssache.